Hallo meine Lieben zu einer neuen Rezension. Heute geht es um das Buch von Angelika Laurie, Frostgras aus dem Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag. Das Buch kostet 14,95 Euro und hat 239 Seiten. Ja, in diesem Buch geht es um die 18-jährige Julia. Mal abgesehen davon, dass sie mir dadurch schon mehr, noch sympathischer ist, hat sie auch rötliche Haare, finde ich schön. Und sie begegnet in einer Zugfahrt einen unbekannten jungen Mann oder Jungen, ja. Und dieser ist etwas merkwürdig und verschwindet dann von jetzt auf gleich sozusagen und vergisst seinen größten Schatz, so muss man denken, und zwar sein Notizbuch. Und Julia nimmt sich diesem Notizbuch an und versucht herauszufinden, wer dieser junge Kerl ist. Denn sie möchte ihm natürlich gerne das Notizbuch zurückgeben. Allerdings übermannt sie dann doch die Neugier und sie stürzt etwas in das Notizbuch rein, was man natürlich nicht tun sollte, und entdeckt darin wunderschöne Texte, total schöne Zeichnungen und einfach, ja, Poesie, die ihr ans Herz geht und sie irgendwie anspricht. Sie kann sich selber nicht wirklich erklären, was eigentlich da bei ihr los ist. Sie ist mit ihrem Paul, der Paul ist auch bei mir, mit ihrem Paul ist sie seit Kindergartenzeiten befreundet. Irgendwann wurden sie dann auch ein Paar. Sie studiert Psychologie und ist eigentlich rundherum zufrieden, aber sie merkt dann doch immer wieder, dass ihr irgendwas in ihrem Leben fehlt. Mit ihrer leicht pedantischen Mutter, die überfürsorglich ist, hat sie immer wieder Reibereien und sie merkt einfach immer wieder, irgendwas fehlt ihr. Und sie hat das Gefühl, dass dieses Notizbuch ihr hilft, ihr helfen kann, ihr Leben quasi wieder irgendwie in richtige Bahnen zu lenken. Wie sie das macht und ob ihr es gelingen wird, das Buch dem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben, solltet ihr selbstverständlich selber nachlesen in diesem Buch. Ich kann es euch wirklich wärmstens empfehlen. Das ist ein Buch, welches ich so gar nicht erwartet hatte. Ich habe ja von Angelika Laurie bei Tränen Mord schon gelesen, letztes Jahr. Das war ja eher was zum Lachen, ein Chick-Lit-Krimi. Das hier ist wirklich ein Roman, ein Drama-Roman, der wirklich sehr, sehr ans Herz geht. Er ist teilweise sehr, er macht einen teilweise ein bisschen nieder, er schlägt einen wirklich aufs Gemüt teilweise, aber trotzdem ist dieses Buch wahnsinnig voll Zuversicht und sehr lebensbejahend, denn Julia findet in diesem Buch doch immer wieder aus ihren Katastrophen oder aus ihrem Lebenstief doch immer wieder hinaus, und diese Zuversicht, die packt einen dann auch irgendwann als Leser. Und ich konnte wirklich sehr, sehr gut mit diesem Buch, mit den Protagonisten mitfühlen. Gerade eben mit Julia, denn irgendwie tat sie mir schon sehr, sehr leid. Und auch mit Paul, also diese ganze Konstellation ist nicht so einfach. Es ist aber ein ganz tolles Buch, das möchte ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen, denn so wirklich bekannt ist es leider nicht. Aber ich möchte einfach dieses Video dazu nutzen, es ein bisschen in aller Munde zu bringen, denn ich denke, es würde jedem gut tun, es zu lesen, der vielleicht schon mal an seinem Leben irgendwie gezweifelt hat, denn dieses Buch wird einem wirklich definitiv helfen, so darüber etwas anders zu denken oder irgendwie, ja, eben einfach anders zu sehen. Und deswegen, also mir hat dieses Buch sehr gut gefallen. Es ist auch sehr, sehr schön anzusehen, wie ich finde, mit diesem Frostgras, ja, mit diesem Gras auf der Vorderseite und auch auf der Rückseite. Es ist eine Klappbroschüre, wie ihr sehen könnt. Und es ist einfach toll, und auch Frostgras ist in diesem Buch auch noch aufgegriffen. Also nicht nur das Cover zeigt frostiges Gras, sondern es ist auch im Buch, ach Gott, ich habe keine Sprachfindungsstörungen, tut mir leid, hört nicht hin. Also zumindest wenn ich Sprachfindungsstörungen habe, hört nicht hin. Also es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Geschichte, die ich euch sehr gerne ans Herz legen möchte. Und ja, das war meine Rezension. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und ich konnte euch vielleicht etwas erzählen oder mehr erzählen über dieses Buch und konnte euch vielleicht zum Kauf anreizen. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlassen würdet, ob ihr dieses Buch vielleicht lesen möchtet oder schon gelesen habt. Und dann wünsche ich euch jetzt einfach einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Tschüss!